So kannst du dein AOV um bis zu 10% steigern, wenn du als Shopify-Shop einen ausklappbaren Mini-Warenkorb nutzt. Und nein, keine Angst, funktioniert ganz einfach und ohne teure Shopify-Apps. Du weißt wahrscheinlich selbst, Kunden hassen Versandkosten. Deswegen arbeitest du bestimmt selber schon mit kostenlosem Versand ab einer bestimmten Schwellwertgrenze. Das Problem dabei ist, simple Hinweise auf der Produktseite oder noch viel schlimmer, auf der Versandinformationsseite super schnell übersehen werden. Das heißt, du möchtest auf Nummer sicher gehen, dass dein Kunde auch sich dessen bewusst ist, dass du ab zum Beispiel 50 Euro kostenlosen Versand anbietest. Wie machen wir das? Mit einer Free Shipping Bar. Und zwar einer Free Shipping Bar, die geil aussieht, sodass der Nutzer sie nicht übersehen kann. Und genau deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht und für dich ein paar vorgefertigte Code-Snippets erstellt, die du ganz einfach bei dir implementieren kannst. Alright, wie funktioniert das Ganze? Als erstes legen wir unser Free Shipping Bar Snippet an. Dafür gehst du hier in deinem Shopify Backend unter deinem Theme auf die drei Punkte Code bearbeiten. Jetzt legen wir hier unter dem Ordner links unten Snippets ein neues Snippet an. Das nennst du Free-Shipping-Bar. Drückst auf Fertig. Und jetzt fügst du den Code ein, den ich dir unten in unserem Blogbeitrag eingefügt habe. Das ist dieser Code. Den fügst du dort ein, drückst auf Abspeichern. Schritt Nummer 2, damit das Ganze gescheit aussieht, legen wir jetzt noch eine CSS-Datei an. Dafür drückst du hier unter Assets auf Neues Asset hinzufügen, klickst hier auf Leere Datei erstellen, Erweiterung CSS, nennst das Ganze Free-Shipping-Bar, genauso wie das andere Template auch, nur dass es .css heißt. Hier fügst du dann den anderen Code ein, den ich dir auch im Blogbeitrag erwähnt habe. Einfügen und abspeichern. Schritt Nummer 3, bevor wir sicher gehen, dass die Free Shipping Bar auch da angezeigt wird, wo du sie haben möchtest, müssen wir sicher gehen, dass das CSS auch geladen wird. Dafür kopierst du dir diesen Code hier. Der den Namen free-shipping-bar.css enthält. Gehst dann unter Layout dein theme.liquid und jetzt suchst du hier nach dem schließenden Head-Tag. Das heißt, du gibst hier einen kleiner als slash head, zack, und fügst den Code einfach davor ein und drückst auf Abspeichern. Schritt Nummer 4. Jetzt binden wir das erstellte Snippet an der Stelle ein, wo du es haben möchtest. So, ich habe mir jetzt mal meinen Mini-Warenkorb geöffnet und jetzt wollen wir erstmal gucken, wie die Stelle heißt, wo ich das gerne implementiert hätte. So, ich möchte, dass es hier unten über Zwischensumme angezeigt wird. Jetzt siehst du hier dieses Element div card-draw-footer und genau darüber hätte ich es gerne eingebunden. Das heißt, im HTML-Code sehe ich jetzt hier die Kennzeichnung Subtotals. Und ich möchte, dass das Snippet genau zwischen diesen beiden Elementen angezeigt wird. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in deinem Template genau diese Stelle finden und das Snippet genau dort einbinden. So, die erste Frage lautet natürlich, welches Template überhaupt? In meinem Fall ist es relativ trivial. Und wenn du das Dawn-Theme nutzt, dann kannst du genau das gleiche Template auch benutzen. Also ich sehe hier zum Beispiel Card Drawer. Hier steht überall Card Drawer. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass mein Template genauso heißt. Und jetzt wirst du hier sehen, unter Abschnitte finde ich jetzt hier mein Template card-drawer.liquid. Wenn ich das öffne, dann sehe ich aber, hier wird nur ein weiteres Snippet geladen. Das heißt, ich muss noch eine Ebene tiefer gehen und gehe jetzt in das Snippet card-drawer.liquid. Also Snippet card-drawer.liquid. Und jetzt muss ich hier nach der Bezeichnung Subtotals suchen, um die Stelle zu finden, wo ich es einbinden möchte. So, jetzt haben wir hier schon das, was ziemlich ähnlich aussieht, wie das, was ich eben in meinem Mini-Warenkorb gesehen habe. Mache jetzt eine Zeile frei und füge da einfach diesen Einbindungscode ein.
Zack. Abspeichern. So, fertig. Deine Free Shipping Bar sollte jetzt in deinem Mini-Warenkorb enthalten sein. Überprüfen wir das Ganze mal. Drücken jetzt hier mal auf Neuladen. Und du siehst hier schon eine wundervolle Free Shipping Bar, die auch korrekt funktioniert. So, jetzt fragst du dich vielleicht, hey, wie kann ich das Ganze für meine individuellen Bestellwertgrenzen anpassen? Oder wie kann ich die Farbe für meine Corporate Identity anpassen? Ist auch kein Hexenwerk, ich zeige es dir sofort. So, dafür gehst du erstmal in dein free-shipping-bar.liquid Template. Hier legen wir die Versandkostengrenzen fest. So. Ich habe jetzt für meinen Fall die Versandkostengrenze von 100 Euro definiert. Sagen wir jetzt mal, wir wollen jetzt eine Versandkostengrenze von 200 Euro haben. Dafür muss ich alle Werte, die entweder hier 100 plus 2 Nachkommastellen enthalten, muss ich anpassen zu 200 plus 2 Nachkommastellen. Also wundere dich nicht, dass hier scheinbar 10.000 Euro steht. Das ist im Grunde nur 100 plus 2 Nachkommastellen. So, ich gehe jetzt von oben nach unten vor und passe einfach all diese Werte an. 200 und nochmal 200. Und hier auch nochmal. Zack. Zack. So, das war's. Drücke ich wieder auf Abspeichern. Aktualisiere meine Seite. Und jetzt wirst du sehen, ah, okay. Der passt das Ganze automatisch an. Und jetzt steht hier 200. Jetzt sagt er, weil ich jetzt 70 Euro Warenkorbwert habe, ich bin noch 130 Euro vom kostenlosen Versand entfernt. Alles top. So, letzter Schritt. Wie passe ich die Farbe an? Dafür gehst du in dein free-shipping-bar.css und siehst hier bereits, habe ich dir markiert, Hauptfarbe auswählen, damit du es nicht übersehen kannst, wo du es alles anpassen musst, weil das Element sieht je nach Browser immer ein bisschen unterschiedlich aus, deswegen müssten wir da separat Werte definieren. Ich sage jetzt mal, ich möchte, dass meine Free Shipping Bar knallrot angezeigt wird. Das ist der Farbcode FF0000 und lege das für beide Elemente fest. FF0000 und drücke auf Abspeichern. So, jetzt siehst du hier bereits, die Progress Bar ist rot. Perfekto. Also, viel Spaß mit deiner Free Shipping Bar und wenn dir das Video gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.